gonna take on the world. Wenn ich sage, dass ich mir vorkomme wie in einem Irrenhaus, dann ist das noch stark untertrieben. Erinnert ihr euch an meine Geschichte mit den Pommes bei IKEA? Hat mir eine Leserin ein Foto geschickt in einer IKEA-Filiale in Würzburg. Da schrieb man, man verzichte jetzt auf die Pommes für den Klimawandel bzw. für die Bekämpfung des Klimawandels. Und man verzichte bedeutet natürlich, ihr Kunden, ihr habt zu verzichten. Ich habe geschrieben, dass ich das nicht für gut halte, dass ich als mündiger Bürger keine Geschäfte mag, die mich bevormunden und die mir etwas aufdrängen wollen. Oh, was gab das für eine Empörung in der lila, rot, rosa, grünen Blase. Oh Gott, was wurde ich beschimpft? Da hieß es dann, ja, dann geht doch auch von Twitter weg, da gibt es auch keine Pommes. Und das ging von dpa, das Leitmedium, über Stern, WDR, überall wurde das dann gebracht. Alle haben dann meinen Tweet mit aufgeführt und dann sich beklagt, dass die bösen Rechten sich jetzt wegen Pommes beklagen. Also die bösen Rechten, das sind Sozialdemokraten, oder Leute mit sozialdemokratischem Stallgeruch wie ich, weil mit den jetzigen Sozialdemokraten, mit denen habe ich nichts am Hut. Und was die eben nicht kapiert haben, ich mag gar keine Pommes. Ja, also um Gottes Willen, es geht mir um Selbstbestimmung, darum, dass man nicht bevormundet wird. Aber offenbar kommt das in deren Denkwelt nicht vor. Und jetzt das Schönste, die Grünen in der Bremer Bürgerschaft im Bundesland, im Landesparlament, die haben jetzt einen Entwurf vorgelegt, die wollen eine Quote für Fleisch und Tierprodukte. Ihr Ziel ist, um 75% den Verbrauch von tierischen Produkten herunterzufahren, auch Milch und Eier. Und die Quote, die soll unter anderem beinhalten, dass Restaurants, Imbisse und Weihnachtsmärkte, mir kam sofort der böse Begriff Bewirtungsbetriebe in den Sinn, weil das Ganze so nach DDR klingt, wobei ich da in diesem Bereich jetzt wahrscheinlich sogar der DDR Unrecht tue. Also die werden nicht den Leuten vorgeschrieben haben, was sie zu essen haben, war vielleicht höchstens teilweise durch gewissen Mangel, dann bedingt aber nicht aus ideologischen Gründen. Und da will man jetzt tatsächlich, dass diese, also Restaurants und dergleichen, dass die nur 50% tierische Produkte eher auf der Speisekarte haben, und begründet wird das unter anderem auch mit dem Klimawandel, weil also sozusagen, ich meine, Leuten jetzt verbiete, Fleisch, Eier, Milch, Käse und dergleichen zu essen, dann rettet das winzige Deutschland das Weltklima. Ja, ich sage nichts dazu, es wird auch mit Tierleid begründet. Und dazu jetzt, bevor wieder die Vogelblase sich aufregt und bevor die wieder das Prinzip nicht kapieren. Ich bin wahrscheinlich seit frühen Jahren bin ich Vegetarier, aber überhaupt nicht ideologisch. Ich war bei Verwandten auf dem Bauernhof in Wiesloch bei Heidelberg und da habe ich immer die Hasen so sehr gemocht. Und eines Tages war ich dann wieder da und fand die Hasen nicht mehr und habe dann gefragt den Onkel Schorsch, ja, wo sind denn die Hasen? Dann sagt er, die stehen auf dem Tisch. Dann sage ich, das ist wo wie das? Dann sagt er, ja, das ist die Wurst. Und seitdem, ja, ist mir der Appetit auf Fleisch gründlich vergangen, weil ich das nicht, wie gesagt, aus ideologischen Gründen mache. Ich bin ein liberaler und unideologischer Vegetarier und ich bin entschieden dafür, dass jeder selbst entscheidet, was er isst, und ich wäre der Letzte, der jetzt irgendjemand hier meine Essensgewohnheiten aufdrängt. Im Gegenteil, ich setze mich dafür ein, dass jeder, der ein Fleisch essen will, auch ein Fleisch essen kann. Und es geht mir um diese Bevormundung. Ich will nicht, dass der Staat an meinem Küchentisch sitzt, an meinem Esstisch im Restaurant. Der Cem Özdemir mir sagt ja schon, ja, die Preise müssen erhöht werden. Nein, ich bin auch gegen Tierleid. Ich
Ich mag das nicht, wenn in dieser Massentierhaltung die Tiere regelrecht gequält werden. Ich glaube nur, dass Verbote ein falscher Weg sind. Dann wird es halt nach China importiert oder umgekehrt. Es wird umgangen. Es geht um Selbstverantwortung. Es geht darum, dass erwachsene, mündige Bürger sich nicht vom Staat vorschreiben lassen, was sie essen dürfen und was nicht. Und wer das möchte, wer so einen autoritären Charakter hat, dass er sagt, die Regierung soll mir sagen, was gut für mich ist, was ich essen darf, und der soll dann bitte grün wählen. Weil man früher ja so eine Haltung in Anführungszeichen eher als rechts bezeichnet hat, also diese Staatsgläubigen. Das war in meiner Jugendzeit, waren das die rechten Spießer, die man, oder nannte man Leute, die für sowas standen, rechte Spießer. Hat sich heute gedreht. Aus dem rechten Spießer ist der grüne Spießer geworden. Vielleicht ist er ja in ihnen noch rechts. Also autoritärer Staat ist ja eigentlich, naja, jetzt kommen wir ins Philosophische. Ja. Also Linke steht ja auch dafür, für einen starken Staat. Nur in der alten Bundesrepublik war es nicht so. Aber jetzt gehen wir nicht ins Politikphilosophische, sondern nochmal alle, die das nicht mögen, die sagen, ja, ich bin auch gegen Tierleid und ich bin für eine vernünftige Ernährung und bin für vieles Gute, aber ich will nicht, dass der Staat sich einmischt, was ich essen kann. Ich will nicht auch noch im Restaurant eine Quote, wo ich dann hinkomme und wir dann mir sagt, na, heute gibt es kein Schnitzel mehr, weil heute schon die ganzen Fleischfresser da waren. Also das ist für mich eine Horrorvision, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also wer das nicht möchte, bei dem sollten jetzt die Warnsirenen langsam angehen, weil die Marschrichtung ist klar. Ja, leider keine fröhlicheren Nachrichten. Guten Appetit euch allen. Schaut wieder rein, abonniert, lasst ein Like da. Alles Gute, danke fürs Vorbeischauen. Und so Reitschuster.de. Ja, und wohin diese staatliche Steuerung führt, da kommt mir jetzt noch spontan ein Witz in den Sinn. Und zwar, wahrscheinlich ist er in Deutschland schrecklich politisch unkorrekt, aber es ist mir jetzt auch egal. Russland, kennt man ihn und mag ihn. Da hat die KPdSU, die Kommunistische Partei, hat sich entschieden, dass sie jetzt doch, weil eben die Unzufriedenheit so groß ist und die Nachfrage so groß, dass man ein Bordell eröffnet. Und dann merkt man eben, dass das nicht so gut funktioniert. Und Herr Brezhnev, das war sein Lieblingsobjekt, der fragt immer, wie geht's jetzt? Immer kaum Besucher. Und nach einem Jahr sagt man, wir müssen das abbrechen, wir haben kaum Besucher. Und dann meint der Brezhnev, ja, ich verstehe auch nicht, woran könnte es denn liegen? Und dann meint der Beauftragte, ich habe keine Ahnung, wir haben nur verdiente Parteigenossinnen, die mindestens 60 Jahre in der Partei sind, haben wir nur angestellt. Und also es kann nicht an uns liegen, die Bürger sind so blöd, alles ganz verdiente, mindestens 60 Jahre in der Partei befindliche Kader. Ja, die staatliche Steuerung, die funktioniert nicht immer so gut. Alles Gute, danke, ciao.